Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, chers amis de l'Autriche, mit diesem kurzen Musikstück, das Studenten der Musikuniversität Wien für uns zusammengestellt haben, möchte ich Sie sehr herzlich zu unserem Nationalfeiertag einladen und begrüßen. Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, findet dieser Nationalfeiertag heute unter anderen Umständen statt. Er findet virtuell statt und ich sage bewusst virtuell mit einem großen W, weil wir wollen gemeinsam feiern an diesem Tag, an unserem Nationalfeiertag. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute als Ehrengast unseres Nationalfeiertags die Präsidentin des Ausschusses für Europa bei uns begrüßen können, Madame Sabine Thier von der Assemblée Nationale. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Frankreich und Österreich haben ja sehr enge Beziehungen in allen Bereichen, historisch und nicht nur historisch, sondern auch politisch, kulturell und auch wirtschaftlich ist Frankreich ein ganz wichtiger Partner für Österreich, der drittwichtigste in Europa. Und auch auf der europäischen Ebene arbeiten wir ganz eng zusammen als Partner und das ganz besonders heuer, wo wir das 25-jährige Jubiläum unserer EU-Mitgliedschaft feiern. Frau Präsidentin, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Wir sehen das wirklich als ein Zeichen der österreich-französischen Freundschaft, aber auch unserer Partnerschaft, unserer engen Partnerschaft in Europa. Meine Damen und Herren, ich habe heute auch stellvertretend für Sie eine Gruppe von jungen Österreicherinnen und Österreichern eingeladen, die in Paris arbeiten oder studieren. Es sind auch dabei einige Gedenkdiener, junge Österreicher, die ihren Zivildienst in Frankreich an Holocaust-Gedenkstätten absolvieren. Das ist eine ganz wichtige Arbeit in dieser Holocaust-Erinnerung, die diese jungen Menschen für uns, für Österreich hier in Frankreich machen. Vielen Dank, dass Sie heute alle hier bei uns an unserem Nationalfeiertag sind. Und wenn ich vorher Europa erwähnt habe, so ist auch Stefan Zweig heute bei uns. Ich freue mich sehr, dass wir heute vom Stefan Zweig-Biografen Jean-Jacques Lafay eine Gipsbüste von Stefan Zweig erhalten. Diese Gipsbüste wurde vom französischen Künstler Schivot gemacht und ist das Modell für eine Bronzebüste, die jetzt im Jardin de Luxembourg im Senat steht. Monsieur Lafay, merci beaucoup pour ce don très précieux de ce grand Autrichien et surtout de ce grand Européen, qui est maintenant parmi nous à l'ambassade. Grand merci. Meine Damen und Herren, wir haben versucht, heute für Sie ein kurzes, aber doch vielleicht interessantes und kurzweiliges Programm zusammenzustellen. Das Musikvideo der Musikuniversität am Anfang haben Sie bereits gehört. Im Anschluss werden wir die Bundeshymne spielen mit dem Martin Weiß-Kretzmer-Trio mit einem vielleicht auch überraschenden Abschluss. Danach gibt es ein Kulturprojekt. Ich habe einige junge österreichische Künstler, die in Paris leben, gebeten, ein Projekt zu machen für unseren Nationalfeiertag. Diese Videoperformance werden wir nachher sehen. Vielleicht auch eine kleine Überraschung für den einen oder anderen. Ja, und dann wird es auch noch eine kleine Darstellung des Wirtschaftsstandorts Österreich geben. Wirtschaft ist für uns ein wichtiges Element in Frankreich. Österreich als Hochtechnologieland, Hightech. Und im Anschluss daran dann auch noch ein kleines Video über unsere Landschaft, über die Schönheit Österreichs, den österreichischen Tourismus. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns dabei sind. Bitte folgen Sie uns weiter auf Facebook. Kommentieren Sie uns oder schicken Sie uns Grüße zum heutigen Nationalfeiertag. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit uns sind. Herzlichen Dank, dass Sie alle heute dabei sind. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nationalfeiertag. Exzellenz, cher Monsieur l'Ambassadeur, sehr geehrte Damen und Herren, liebe österreichische Freunde, es ist mir wirklich eine große Freude, hier heute in dieser wunderschönen
österreichischen Botschaft mit Ihnen den Nationalfeiertag begehen zu können. Es ist mir vor allen Dingen eine große Ehre, auch als Vorsitzende des Ausschusses für europäische Angelegenheiten hier mit dabei sein zu dürfen. Wir haben einen ganz weiten Weg hinter uns, aber wir haben auch einen tollen Weg hinter uns. Frankreich und Österreich haben eine gemeinsame Geschichte. Diese Geschichte ist geprägt von einem großen kulturellen Austausch, von wirtschaftlichen Beziehungen, aber auch in einigen Jahrhunderten von Konflikten. Aber wir haben diese Konflikte überstanden und seitdem vor allem die Konflikte des 20. Jahrhunderts, und wir sind heute beide gemeinsam Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und das ist einfach ein Riesenschritt. Und da möchte ich Ihnen heute auch zum Nationalfeiertag einmal sagen, wir als Europäer dürfen auch mal stolz sein. Man darf stolz auf sein eigenes Land sein, aber man darf auch stolz auf Europa sein. Wir haben etwas erreicht, was niemals in der Geschichte angegriffen worden ist. Wir haben, ohne miteinander Krieg zu führen, ein Gebilde gebaut, für das wir überhaupt keine Anhaltspunkte hatten, weder juristisch noch sonst irgendwie. Wir müssen alles neu schaffen. Und Österreich und Frankreich arbeiten in dieser Beziehung sehr eng zusammen. Und was wir vielleicht heute auch erreichen müssen, ist, dass wir gemeinsam für ein unabhängiges, souveränes Europa einstehen, das sich auch seiner Stärken bewusst ist. Denn wir haben Stärke. Und Österreich ist ein Land mit vielschichtigen Aspekten, Hochtechnologie, aber auch im Umweltbereich unglaublich inspirierend. Und das würde ich mir gerne auch mal persönlich in Österreich anschauen. Denn gerade bei uns im Europaausschuss arbeiten wir auch sehr oder beschäftigen uns sehr mit Umweltthemen. Aber natürlich sind die Themen auch sehr weitläufig. Und wir müssen immer zusammen im Dialog bleiben. So wie wir es gerade gezeigt haben, wenn wir über schwierige Themen auch sprechen, wie Asyl und Migration oder um Haushaltsfragen. Gerade da sind wir trotz unterschiedlicher Meinung uns doch sehr, sehr nahe gekommen. Und das ist der Sinn von Europa. Nicht, dass der eine oder andere einfach seine Standpunkte aufgibt, sondern dass wir immer die Komplementarität suchen. Und ich finde es auch ganz toll, dass hier heute so viele junge Leute da sind. Denn ich meine, irgendwann muss die nächste Generation dieses Projekt einfach weiterführen. Und ich hoffe, sie werden es tun. Und dafür brauchen wir einfach jeden. Wir brauchen die Zivilgesellschaft, wir brauchen Politiker, wir brauchen Wirtschaftsunternehmen, die miteinander zusammenarbeiten und die sich kennenlernen. Und was wir vor allen Dingen auch brauchen, und ich glaube, da kann Österreich auch wirklich, wirklich Vorreiter sein, ist die Kultur. Wir sehen es in dem Film, in diesem wunderbaren Film, den wir gesehen haben, moderne Musik, gemischt mit mehr traditionellen Aspekten, Innovationskraft, und genau das müssen wir aufgreifen, das müssen junge Leute aufgreifen, und dafür müssen wir wirklich den Austausch fördern, den Austausch auf allen Ebenen. Und on a vraiment besoin, et on a besoin de rester dans la philosophie de Stefan Zweig. Je suis heureuse de pouvoir être quelque part à côté de lui, parce que c'était un visionnaire européen absolument exceptionnel. Je relis il n'y a pas longtemps Le Monde d'hier, où il nous a montré un monde tel qu'on ne voudrait plus ou tel qu'on aimerait bien l'avoir. Et il aimait bien Paris aussi, je crois, Paris pour lui, la première fois qu'il est venu, c'était un peu la liberté. Et la liberté, c'est quelque chose qu'on doit vraiment maintenir. La liberté, la démocratie et aussi l'état de droit. On a des valeurs en Europe, des valeurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs comme ça. Et j'aimerais bien que les jeunes, qu'on se bat tous ensemble pour ça, parce que, je veux dire, dehors, il fait parfois froid. Donc, entre Européens, tenons-nous chaud et échangeons et ne cachons pas aussi nos forces. Donc, je souhaite à l'Autriche vraiment une superbe fête nationale, et merci de m'avoir invitée.